Komm, wir starten. Wir spielen die Map The End of August. 18 Löcher, 15 Schläge, 3 Minuten 30. Kollision ist an. Gib ihm. Und rückte Fluglinie auf dein Wohl. Sitzplatz aus Frühfallgedanken. Weg mit euch. Ist Freaky nach draußen gegangen? Ich glaube, der wollte ganz kurz wohin. Oh. Ja, das war dann wahrscheinlich da, wo ich den Discord gemutet hatte. Kann sie auch Aid auf extra auf Unready setzen eigentlich. Er hat noch 3 Minuten. Oh nein, das ist fies. Aber das lässt sich ja alles dann regeln, Lissu, oder? Ich warte einfach aus Prinzip jetzt mit Freaky. Alles ist gut. Gut, ich bin schon da im Loch. Ich gehe mir danach was zu trinken holen. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Dinge, die man nicht nur in Golf sagen kann. Aber um was geht's denn in dem Spiel so grob? Also Familiendrama, okay. Also du spielst dann quasi so eine Story nach? Muss ich mir das so vorstellen? Oder? Die ersten Szenen. Hast du schon gesehen, ja. Kannst starten, Vari. Kann ich? Cool. Ja. Erinnerst dich, kennst du die, Gott, ich weiß nicht, den Namen, wie die Dinger heißen, die Dark Pictures-Reihe, Vari? Vom Namen her ja. So in etwa. Okay. So in etwa ist das Falls. Ja, cool. Schön liegen bleiben, denke ich. Oh nein. Detroit. Ja, cool. Dann kann das doch ein lustiges Spiel-Streamchen gewesen sein. Gibt so viele. Ich meine. Detroit Become Human war auch ein schönes Spiel. Oh ja. Das bisher einzige Computerspiel, welches mich in den Schlaf verfolgt hat und ich geträumt habe. Welches? Detroit Become Human. Hast du gehört, Flasania? Ich habe es Detroit Become Human genannt und nicht Detroits Become Humans und so ein Scheiß. Ja? Ja, ist echt ein geiles Spiel. Flasania wurde ja letztens gemobbt, indem sie zugucken durfte, wie Connor auf alle möglichen Weisen gestorben ist. Ja, das hat sie bei mir auch schon miterleben müssen. Grausam und so. Ja, passiert. Connor ist ein toller Kerl. Dreck. Ach, Digi, alleine macht das Spiel keinen Spaß. Mit mehreren auch nicht zwingend. Aber es ist auf jeden Fall unterhaltsamer. Definitiv. Alleine spielen kann man nur zum Üben. Ja. Zum Cheaten. Excuse me, wer cheatet hier außer Kelsen? Leute, die quasi eine Woche bevor Community-Event Golfit gewesen sind, erstmal gespielt haben und tagelang gespielt haben, ist auch jede Bahn wirklich Hole-in-One hinkriegen. Oh Gott. So wie gut wie Hole-in-One. Oh Gott. Ja. Boah. Nein. Ja. Ich habe das letzte Mal Golfit mit euch gespielt hier. Ich auch. Im letzten. Ups. Bei der letzten Aufnahme. Auch. Auch schon 2 Monate her, glaube ich. Vor dem Update. Deswegen ist so meine Schlagstärke falsch eingestellt gewesen. Hä? Auf einen anderen, auf der falschen Bahn. Ich bin auch von der Bahn. Die ist cool gewesen. Also, ich dachte auch erst, wir können da weiterfahren. Jo. Frechheit. Ja, gemein. Och, Manu. Armes Putt-Putt war. Oh, nervt das jetzt gerade. Ja, wieso spawnt nicht immer zurück? Ich finde, Real Life ist auch geil. Die ist nicht ein paar Mal im Urlaub. Darf ich da oben liegen bleiben? Cool. Nein. Cheater! Gar nicht. Hatten wir doch gerade mit den Cheatern, oder? Du schubst ihn mal runter. Nein. Oh. Bin halt auch in Real Life kein Golf-Fan. Verabschiede mich aber schon mal, wünsche noch viel Spaß und einen schönen Abend. Dankeschön, Digi, dir ebenfalls eine angenehme Nacht. Ruhe, gute Besserung. Oh Gott, was hey, war gute das denn? Digi. Und bis zum nächsten Mal. Ist es so spät? Nee. Ja, aber wahrscheinlich Rückenschmerzen und dann ist man froh, wenn man einfach mal liegen kann. Gehe ich sehr stark von aus. Oh Gott.
werden mich jetzt auch nicht. Nein, boah, ist das alles grauenhaft heute. Das gibt's doch nicht. Um einen fucking Pixel. Um einen fucking Pixel. Böser Pixel. Ja. Bin neben dem Tor gelandet und habe zwei Schlägschreie gebraucht. Manu. Man nennt das beim Golf Loch. Ist diese Sache mit Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel nicht hinbekommen? Hier ist Hauptmann wirklich. Schade. Keine Ahnung. Okay. Nehmen wir die andere Seite. Vielleicht ist das, passt das da besser. So. Oh Mann. Uki. Kann doch nicht mehr wahr sein. Ich komm da nicht rein. Das war zu weit. Oh. Zu weit. Schön. Ich habe mir zwei Schläge gebraucht, die von alles lang. Das ist wie mit den FIFA-Spielern. Spielen da wie ein Ass, aber im Real Life stehen die am Bierstand. Ja, Loyos, gut, das kann dir bei mir nicht passieren. Ich würde im Real Life wahrscheinlich auch eher nur am Bierstand stehen und FIFA würde ich nie anspielen. Niemals. Also bei mir ist es falsch. Also Tines und ich waren schon ein paar Mal in Real Life auf Golfbahn unterwegs. Echo. Ja, im echten Leben ist Minigolf auch angenehmer. Was ist das denn für ein Scam? Ich sehe das Loch da nicht. Du kannst ranscrollen mit der Maus. Ich weiß, ich sitze jetzt auf meinem Ball. Cool. Tut das nicht weh? Auch das Borschein. Du musst den nicht ausbrüten. Genau, das ist... Ich habe eventuell Tines überredet, dass er vielleicht nächste Woche mitmacht. Ja, sehr schön. Gerne. Hui! Da ist ein Loch. Oh Mann, wir waren... Oh Mann, freaky. Das ist doch einfach nur Scam, dieses Spiel. Gar nicht. Im Endeffekt da ist egal. Und wenn du da hinten runterrollst, fällst du ein Loch. Der wäre also, zu schön gewesen, Pau. Oh, du rollst noch. Oh, jetzt nicht mehr. Was? Spawnest dich nicht. Was sagst du noch nicht? Nee. Der war... Oh, scheiße. Aber von da... Hast du spawn dich nicht? Krass. Nee, der erste Schlag war richtig cool. Niu. Danke. Blub. Boing, 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 boing. Blub. Schade, Chris. Oh. Jetzt muss. Ne. Oh, doch. Oh, clever. Oh, cool. Der ist gut. Genau, schnell rein, bevor Kuro alles wegjietet. Ah, ganz kurz gucken, wie viele waren es? 7. Ich bin letzter. Respekt, schießigen Eigentor. Nee, ne? Was? Das ist doch nicht normal. Wieso geht's denn da dann drüber? Das nein! Ist doch nicht fassen. Nein. Oh. Komm schon. Sorry, Franzi. Alter! Na, Vari war im Weg. Hallo, jetzt liege ich ja richtig kacke. Zurücksetzen war jetzt auch nicht cleverer. Mann, ich habe statt VF gedrückt. Tschüss, Chris. Hä? Sorry. Wer hat mich jetzt runtergescheuert hier? René. Der war zu doll. Oh Mann. Wer kickt mich hier die ganze Zeit? Ich nicht. Oh Mann, war der gut. Oh Gott, war der schlecht. Drauf liegen. Das ist doch zum Reihen. Okay, warte mal kurz. Für die unwahrscheinliche Möglichkeit, dass ich über dieses Ding... Was ist denn das, Vari? Voll ein Raketenflug? Ja, ich hatte mal Ideen. Oh. Oh, der war nicht... Nein! Der war übel. So schlecht hier. Ich glaube, das wird nichts. Ich möchte jetzt auch Kuro nicht versauen. Jetzt auf Kuro ziehen. Ah, jetzt nimmer. Oh. Wäre eh der letzte Schlag gewesen. Von da alles gut. Schade. Dankeschönchen, Lesoro. Ich wünsche dir eine angenehme Nachtruhe. Und Dankeschön für dein Raid. Was passiert, wenn man damit Vollgas geht? Funktioniert ich. Das?
hoffe, ich passe auf deine Leutchen gut auf. Oh, oh, nein, oh, nein, 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 böse Kiste, das böse das Kiste, das aus. Ja. Schön. In drei. Böse Kiste. Oh, die Kiste ist doch scheiße. Aus, ui, böse Kiste. Oh, okay, 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 okay. Was passiert denn da bei euch, hä? Was ist mit der Kiste? Nein! Hä? Ich bin endlich durch! Nein! Alter! Was macht ihr? Ey, wieso bounzt mich die Kiste immer wieder zurück? Weil die Kiste böse ist. Oh Gott, da wollte ich nicht hin. Kiste ist scheiße. Nee, böse. Oh, jetzt bleibe ich an dieser blöden Kante hängen. Jetzt habe ich das abgeschenkt. Jetzt ist vorbei. Ach, ich Hallöchen, Tines. Oh, der war nicht schlecht, René. Ja. Bisschen weniger Speed. Bisschen, Also Skylar war erste und letzte. Ja. Oh. Schön bekommen. Mist. Oh Gott, jetzt wird mein Armageddon. Bei der zweiten Runde war eventuell mein Schlagkraft nicht richtig eingestellt. Ich bin teilweise nicht hochgekommen im Berg. Wo hast du denn deine Schlagkraft zu stehen? Jetzt habe ich es auf 10 gestellt. Davor war es auf 3. Wie kann ich das machen? In Optionen. Cool, willst du nicht dann? Und dann auf Steuerung. Nein. Genau, alles ist abgedeckt. Noch, aber ich wollte gleich noch was ausprobieren. Ich habe es erst auf 20 gestellt. Einfach mal testen. Was war zu viel? Ich wollte euch da ein bisschen Zeit. Da ist ein Rucksack quasi gemacht. Ich habe ganz MIP. Alles klärchen. Gute Nacht, Jana, und Dankeschön für deinen Support. Gerne bis zum nächsten Mal. Gute Besserung weiterhin. Genau, gute Besserung. Oh shit. Gute Nacht, Jana. Und an der Stelle. So. Darf ich euch nochmal sagen, dass ich die in 3 geschafft habe? Ja, Streber. Du darfst nicht. Vollgas. Und tschüss. Was war das? Wolltest du ins Weltall schießen oder was? Windows crashed. Okay, die Map von unten sieht cool aus. Definitiv. Das hat schon was. Und an der Stelle einmal der Hinweis: Am Donnerstag um 20.30 Uhr gibt es den nächsten Stream mit Anno 1800, unter anderem auch wieder mit Freaky, René, Chris und mir. Und am Samstag, 16 Uhr, gibt es dann den lange versprochenen und endlich eingelösten Kochstream. Oh, wow. Wow. Cool. Oha. Aber keine Tütensuppe, Vari? Nein. Nein. Die Gerichte stehen schon fest. Es wird selbstgemachte Käsespätzle. Eine Käse... Selber? Natürlich. Sehr gut. Also, das Gericht ist irgendwie Käse, 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 es ist Sahnekäse. Es ist halt allgäuerisch, richtig? Und da ist halt die Ernährungsform sehr käselastig. Deswegen gibt es als Vorspeise eine Käsesuppe mit Krautkrapfen. Als Hauptgericht Käsespätzle und als Nachtisch Oberallgäuer Apfelschmarrn. Nein, ich bin falschen Winkel. Also Mari, du müsstest mir dann privat nochmal deine Adresse schreiben, weil das ist ja lecker. Ich glaube, ich komme auch lang. Wann ist denn der Kochstream? Was? Das ist Samstag. Ich dachte, da bin ich vorbei. Also fahre ich dann vorbei, ne? An. Wie viele Kilometer sind das von hier? Ich biete mich als Testerin an. Ich weiß es nicht, wie weit ihr bis nach Bochum braucht. Ich hab eine Stunde, anderthalb. Ich biete mich als Tester an. Dini, kommst du mit? Das muss ich mal nach der Runde googeln. Oh Gott. Oh Mann, oh. Nach Bochum, Schatz? Nein. Mein Gott. Die Sachen fürs Kochen sind auch schon alle angekommen. Gott sei Dank. Hast du denn deine blaue Schutzfolie abgezogen, Vari? Nö. Das passiert erst kurz vorher. Wow. Also, Tines, ich sind da. Klingt was verlockend. Der richtige Pro-Player gerade. Wer kann das sein? Ja, ich bin mit 7 reingekommen. Chris mit 6. Skylar mit 8. René jetzt mit 8. Ja. Sehr gut. Man merkt, dass Blue weg ist. Ja. Wir haben alle eine Chance. Oh, Freaky, der war gut. V, du musst links. Wow. Da zwischen der Kiste und dem
Du musst auf das Schild treffen. Da, wo die Pfeile hin zeigen, genau. Aber das versuche ich doch. Das Schild. Ich würde zwischen der Kiste und dem Ding durch. Und weniger. Weniger Bums. Wo willst du ganz hin? Was soll das denn heißen? Regt sich Blue gerade schon auf und Nimithil schreibt passend, also wenn Blue weg ist, ist das wie wenn Ark im Chat weg ist. Ja, so ungefähr. Dann haben andere auch Chancen. Ach, oh Gott. Mari? Anwesend. Was ist? Ah, Twitch hat die Anzeige verändert. Ah, die Kanalpunkte stehen in zweiter Reihe hinter den Bits. Ja, weil Twitch da neue Funktionen reingesetzt hat. Faunfeder, du hast so ein Glück. Franzi. Nein. Hab ich dich jetzt geschubst? Du wurdest geschubst. Ich wurde geschubst. Hab ich dich geschubst? Ich hab dich, glaube ich, rausgeschubst. Entschuldigung. Roll ich zurück. Oh, knapp. Das reißt mich hier mal raus ein bisschen. Hä? René, was spawnst du vor mir? Lass es! So. Lass es doch! Also ganz einfach, René ist schuld, er ist vor mir gespawnt und hat mich vom Weg abgebracht. So nämlich. Ja, klar. Oh Mann. Auf die Muschelträger. Ich war gerade dabei, so ein bisschen besser zu werden, dann kommt... Oh, nee, ne? Was machst denn du? Der ist noch ein Hubbel. Alles klärchen, schönen Abend dir noch, Regani. Mach's gut. Tschüss, Regani. Tschüss. Wo geht's denn jetzt lang? Noch 10, wo ist das? Das ist jetzt Wildgolfen, oh Gott. Da ist ein Tunnel, da ist ein Tunnel. Ah. Dankeschön, Roman. Nasser. Ganz ruhig. Perfekt rausgeschubst, vielen Dank. Wunderschön rausgeschubst, dankeschön. Perfekt. Richtiger Winkel gewesen. Oh ja. Ja, geil. Ich hasse alles an dieser Map. Warum? Es ist. Achso, ich darf da nicht liegen. Ich darf innerhalb der Blumen liegen bleiben. Ich merke schon. Natürlich treffe ich den Stamm außen. Natürlich, wo auch sonst? Och, komm. Nein! Das wäre zu schön gewesen. Das ist doch nicht wahr. Man kann das nicht machen. Es geht nicht. So, easy. Du musst bloß ruhig sein. Ich habe gerade gesagt, ganz ruhig. Dann ging's. Alter! Ganz entspannt, Chris. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Oh, aber nicht so. Entschuldigung, ihr musst nicht. Das war gerade. Roll mal bitte gemütlich in die Rampe vor und schubst einfach sanft mal an. Das war der letzte Schlag. Oh mein Gott. Wenn man ganz entspannt und ruhig ist, guckt man erst das Loch besser. Naja, du hast jetzt auch einen Schlag weggeworfen, Chris, ne? Muss man ja auch mal ganz klar sagen. Nein! Oh. Ich war kurz aggressiv, entschuldigt bitte. Sanft zur Rampe, nochmal ganz sanft. Ja, aber da kommst du nicht da rein, kannst vergessen, Kuro. Siehst du? Tschüss. So stark. Doch, da kommst du rein. Leben wir im selben Haus, Blue? Ich weiß es nicht. Viel Gefühl. Wir haben doch keine Villa. Wer weiß, da hat er eine Villa, von der du nichts weißt. René hat die Bahn in 3 gemacht. Bitte sehr, geht doch. Es ist machbar mit 3 auf jeden Fall, ja. Und ich habe noch Skylar geholfen. Ja. Okay, das war viel zu weit. Viel oder zu wenig. Oh, das war zu weit. In 2. Wart? In 2. Machbar auf jeden Fall. Oh nein! Diese blöde, verdammte Kiste. Gib das in die Kiste. Ich ja. Ja. Oh. Kann man dann wieder abbringen hier? Ach komm. Was? Ich hätte jetzt sogar geholfen, René. Ach schade. Okay. Wäre ich einmal nicht ein Arsch gewesen. Dankeschön. Weil das Spiel, das wird Skylar machen, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Ja, das glaube ich auch. Ja, das ist ordentlich. So. Was man nicht vergessen darf, wir haben Kollision an. Das heißt, wir können Skylar noch versauen, indem wir sie einfach immer wieder zurückwemsen. Vielen Dank. Dass ich mich erinnert habe, dass ich meine Einstellung mal überprüfen sollte. Vielen Dank, sonst wäre es nicht funktioniert.
Diese hässlichen Gedanken von Vari. Hallo, das sind keine hässlichen Gedanken. Ich schub's Vari einfach zurück, fertig. Oh Gott. Ja. Karma regelt alles, ne? Das ist richtig. Wie soll das denn gehen? Karma ist eine Bitch, das habe ich schon erlebt. Okay. Also das Karma auf meiner Seite stand. Ah, okay. Ah, mit viel Gefühl, alles klar. Achtung. Wirklich mit viel Gefühl erschossen. Man muss da oben liegen bleiben, okay. Oh. Ja, der war scheiße. Oder man droppt einfach runter. Okay. Cool. Ah, ja, scheiße, war zu sanft. Ja. Ah, komm, rutschst du noch rein? Ja, du rutschst. Du rutschst nicht rein, ich lieg auf der Kante. Ah, oh, nein! Das gibt's doch, ne? Na, ja! Mist. Ach, ne, er springt immer wieder zurück. Die Scheiße jetzt. Endlich. Ah, ich krieg da wirklich schlechte Laune beim Spiel. Oh. Das armer Chris. Ist da hinten? Gut, da ist eine Wand an. Das heißt, wir können. Ich war. Siehst du, René, ich bin auf deiner Seite heute. ich war in einem geheimen Raum. Ich sehe nochmal. Keine Ahnung, wie man da hinkommt. Gab's da eine Schatztruhe? Ja. Was? Wo? Hast du auch gesehen. Ricky spielt wieder Zelda in Wirklichkeit. Nee, wirklich. Wenn du oben drauf geflogen bist auf die Fahne. auf das Häuschen. Okay, dann da war ich auf einmal in einem Raum mit einem Teleporter. Mit einer Schatztruhe. Und dann war kann ich kann mir einer sagen, wo wir jetzt hin müssen? Kuro, was machst du? Achso, Kuro ist doch unterwegs. Ja. Kuro? Am Anfang noch und schießt nicht. Kuro? Ich glaube, der ist weg. Nicht, dass Kuro jetzt einen Disconnect hat. Rage Quit. Rage Quit, ja. Nee, er war, glaube ich, ganz entspannt. Ja. Er war nicht so jetzt wie ich. Nee. So. Ging nicht mal ein Lämpchen. Nimithil schreibt, hat Kuro nicht gesagt, er sei kurz weg? Habe ich nicht mitgekriegt, muss ich gestehen. Ich auch nicht. Ja, nimm mit. Aber ich kriege ja nie was mit. Geht's hier weiter, oder? Na, er hat noch 40 Sekunden. Hoffentlich gibt's dann mein Gas. Ja, das wird schon. Ich meine, 40 Sekunden schafft er die Bahn eh nicht mehr. Richtig. Hm. Ach ja. Ja, ja. Aber wenn da noch die ganzen Esser kommen mit den Teleportern, wird das wahrscheinlich noch richtig schön gleich werden. Wenn noch schöne Maps kommen. Oder Bahn, besser gesagt. Wo lief die Zeit davon? Baden? Ja, gut. Ist er denn noch im Discord? Ja, ja. Ja. Oh, zu wenig. Ups. Ich glaube, das ist eine Fake-Adresse, Blue. Nein, zu fest. Oh, wen habe ich jetzt getroffen? Mich. Freaky. Freaky alleine hat gerade mit 4 Zuschauern geredet. Ich habe heute kein Gefühl dafür. Dankeschön für deinen Raid. Hast du schon beendet, Freaky? Heute? Was? Freaky? Ich habe das Gefühl, dass Freaky auch die Verbindung verloren hat oder so. Nee. Hä? Doch. Oder? Freaky? Ricky? Nee, oh. Ich bin noch da. Ah, du bist noch da. Entschuldigung. Oh, ich glaube, ich habe Vari gerade auf die Bahn geschubst. Ja, danke. Mann, du, ich komme hier nicht rüber. Komm da auch nicht hin. Entweder schlag ich zusammen, dann springt der wieder raus. Ja, meine auch. Hat sich,
Wer hat sich denn diese Bahn einfallen lassen? Hä? Idiot. Wieso bin ich denn jetzt wieder am Start? Keine Schläge mehr. Bist du... Ja, du hast da drin so ein Ding, der... Oh, hi, Wari. Hi. Kapier's nicht. Das ist da drin, oh, Teleport. Aha. Ach, das ist dann random, oder was? Oh. Ich bin raus. 17 Schläge. Da kriegst du Scheiße hier rein. Da bin ich aber drüber gehubbelt. War ihn auch mehr Glück als Verstand. Ja, und da bin ich stolz drauf. Außerdem streame ich ja eh morgen auch wieder. Aber ist das Gewitter so krass? Nee. Aber trotzdem danke für den Rain. Oh je. Ernsthaft, hatte ich jetzt auf den ersten Flatter hochzukommen. Cool. Sieht doch total toll aus. Aber es ist merkwürdig. Also ich weiß nicht, ob Kuro weggegangen ist oder nicht. Ich habe halt nicht mitgekriegt, dass er gegangen ist. Noch Freaky kommt noch an, wa? Nee, ich komm nicht durch die Röhre. Na doch. Na doch, jetzt. Wie kann ich ihn wechseln, wenn ich mich zuschaue? Mit der rechten Maustaste. So, Map in 35 Sekunden schaffbar? Ja. Hi, wo warst du? Auf Klo, habe ich doch gesagt. So, das haben wir nicht mitgekriegt. Nurai hat's gesagt und behauptet. Aber WB. Ja, okay, so wird das halt gar nichts. Ah, 13 Sekunden hast du noch. Easy. Nope. Naja, lass mal. Mach dir nichts draus. Wir waren da alle schlecht. Ja. Das stimmt wohl. Mhm. Man sieht es nicht. Man sieht's. Ich mit 12 Schlägen der Beste bis. Bin... Hä? Ist da ein Loch gewesen? Da ist ein Hubbel. Aha. Na, clever, okay. Ja, bei so vielen Stimmen im Discord ist es für mich tatsächlich oftmals echt schwer zu folgen. Muss ich zugeben. Und deswegen poppe ich mir meistens das Fenster auf, dass ich sehe, welche Sprechblase leuchtet. Ja, ich glaube, selbst dann ist es manchmal ein bisschen schwer. Oh Gott. Wenn irgendwie auch alle durcheinander... Alle durcheinander fallen, dann schalte ich halt auch immer nach. Ist nicht wahr. Doch, ist wahr. Ich bleib immer genau davor hängen. Ah, nein! Nein! Wer kickt denn mich dauernd weg? Entschuldigung. Zum Glück zählen gar nicht mal Rückschläge. Ich hab mal ein bisschen Wechselseite vorne. Wie bei Rocket League, es ist immer Bahnfehler. Ich wollte schon mal. Aber immer irgendwer anders. Ich schwöre auf alles. Oh, Hilfe. Easy. In 8. Boah, ist das eine lange Folge. Ich weiß gar nicht, wo uns liegt. Ja komm, ich wähle auch komische Maps aus. Mann. Oh. Das Karma, was mir hier Wari zuschiebt. Also ich bin mal verkackt gerade hier. Bitte? Was für ein Karma? Hallo? Du bist derjenige, der darüber gesprochen hat, mich zu behindern am besten beim Spielen, dass ich auch ich habe... viele Züge mit verliere. Warte. Ich habe lediglich die Aussage getätigt, dass das eine Option wäre. Nicht, dass die gemacht werden muss. Ja, du schickst mir das Karma schön brav bei dir zu den Gedanken. Ich habe... Nee, kann dich noch einholen. Ja. Nee, ich will nicht, nein. Ich mag doch gar nicht. Was ist denn das? Was ist denn hier für eine Versammlung? Ey! Ey! Mich hier quer durch die Gegend erfahren. Doch, genau. Steuert jetzt dein Licht. Das klingt nach einer Gewerkschaftsgründung. Aha. Natürlich plumpse ich da wieder runter. Ja, ganz klar. Natürlich, was auch sonst. Hä? Seid ihr mal fertig? Ich will auch mal rausschießen. Ach Mann, wir waren jetzt da wieder im Weg. Ach Mann, oh. Auch. Was macht ihr denn da alle? Ach so, das kickt dann hier rüber. Aha. Jetzt fliege ich. Oh, Action. Also ich fühle mich gerade wie in diesem Schubskreis.
Natürlich, ich bin immer. Was? Warum darf man da oben nicht liegen bleiben? Das ist ein Moschpit. Nee. Ich mach doch gar nichts. Also geht doch. Warum biegt das nach links um? Ja, das verstehe ich auch nicht ganz. Gute Nacht, Däumelinchen. Das stimmt, was ist denn der für Signal? Ja, wenn man es gerade macht, biegt es nicht nach links ab. Und Hallöchen, Mockingjay. Grüße. Nein. Na, wie geht's dir? Boah, oh, nein! Herzlich willkommen im Chaos-Trupp mit Golfit. Ja, ich bin oben. Ich hab ja nur 10 Schläge dafür. Oh, ich auch. Und man fliegt wieder zurück. Verkackt. Nein. Ich hab verkackt. Ja, ich hab's. Nein! Stark, René, stark. Ja, genau, Kuro, leg dich da in die Ecke. Und ja, 13 Schläge ist so viel, ey. Boah. Nö, also ich finde 13 Schläge super. Schaut's mit Skyler aus? Ich bin raus. Ich kann klappen. Ja, okay. Ja, das ist richtig. Wir haben noch 3 vor uns. Nein, Finger weg. Finger weg von meinem ersten Platz. Also da steht kein Name drauf, möchte ich mal ganz kurz anmerken. Mann, im Moment steht meiner drauf. Also da steht eiskalt erstens und danach kommen Variablen, die eingesetzt werden können. Ja, aber im Moment steht der SKYLER 1606. Ja, aktuell ist es einfach wahrscheinlich ein Anzeigebug. Anzeigebug. So, ist klar. Oh cool, wieder eine Random-Geschichte. Cool. Schäm dich, Vari. Wieso sollte ich mich jetzt schämen? Warum? Einfach, weil du gemein bist. Ich bin immer gemein und zu jedem. Da kannst du alle im Discord fragen. Jeder hat schon irgendwie in irgendeiner Art und Weise sein Fett abgekriegt. Das stimmt. Und dann besonders gemein. Du darfst nicht sogar meine Discord-Nachrichten ignorieren. Mein letztes Mal noch ungelesen von dir und beantwortet. Ja, ich bin, was Lesen angeht, immer komisch. Oh, ich schon. Und du lese. Da wartet man auf deine Meinung zu sagen und du meldest die nicht mal mehr. Man kommt da gar nicht rum um die Steine. Soll ich dir helfen, René? Nee, man kann da gar nicht drüber spielen, deswegen. Ja, deswegen ist da ja eine Bande. Oh Gott, danke. Cool. René kann die Bahn nicht spielen. Dankeschön. Das wäre aber nicht nötig gewesen. Keiner. Hi. Hey! Bitte sehr. Shit. Ich hätte dich ja wegkicken sollen eigentlich, ne? So. Gebraucht. Dankeschön. Habe ich das erst geschafft? Ja. So. Oh, was machst du dir denn Leckeres zum Abendessen, Mockingjay? Einfach nur Brot? Schön. Der war nice. Sehr gut. Ui, danke. So, was haben wir jetzt hier für eine Phase? Und wieder irgendwas mit Scham. Direkt rein und unten rum muss man um die Ecken spielen. Alles klar. Oh. So, unten wird um die Ecken gespielt, alles klar. Das war zu weit. Ah, Skyler, ey. Ja. Das gibt's doch nicht. Ja. Easy in 2. Eagle. Skyler in 4, okay. Da kann ich noch mithalten. Easy in 2. In 3. Ja, Romana ist auch auf dem 4. Boah, ich könnte sogar noch René überholen, aber. Was? Nee. Doch. Doch. Ich bin einen hinter dir. Das wirst du nicht. Huch. Also hast du gehört, Vari, Tines möchte gerne das Fett wegfinden, dir haben. Ein was? Tines schreibt gerade, möchte gerne, dass du das Fett wegmachst. Das kann ich so nicht ohne weiteres. Nein! Ja, hast gehört, ne? Erstmal, das kriegen alle Fett weg, und bei dir sagt dann, nee, das kann er nicht. Oh! Frechheiten so. Was bist du denn immer hinter mir, Chris? Ja, ich bin in den Wald geflogen. Ich habe ein bisschen. Nein, jetzt habe ich mich resettet. Aber in 4. Gerne. Ey, ich schenk ab. Hopp das mal. So. Nein! Mann! Ich will jetzt noch nicht gehen. Der Druck ist jetzt groß. Ich schenk's nicht. Noch geübt. Oh. Nein, jetzt habe ich resettet. Also. Zurückgespult. Nein. Er hat mich vor dich geschickt. Oh. Ah. Hm.
Gibst du mir die Schuld, wenn Vari mich vor dich schiebt? Tschüss. Vari ist auch so stark. Fuck. Hauptsache nicht letzter. Und war auch zu stark. Ja, das wird nix. Das ist geil, aber. Aber GG, René, da bist du vor mir. Was mit mir? Was mit mir? Was? Ja, dich nur eins holen war doch nicht mehr möglich, ey. Ja, sag ich ja. Mein erster Platz. Steht mein Name drauf. Da habe ich jetzt abgeschenkt. Vielleicht kommt Tines, dann rutscht die gleich tiefer. In der nächsten Runde bist du der Letzte. Ja, Tines kommt gleich dazu, da bin ich rutschig eben ein bisschen nach unten. Das Geile ist ja schon von sich überzeugt, ne? Nein. Das, du bist eben gesagt, gleich kommt Tines, da rutsche ich eben ein paar Plätze wieder runter.